Hallo Leute, willkommen zu einem The Binding of Isaac Fangame namens I Rule. Das ist eine Mischung aus The Binding of Isaac und Pflanzen gegen Zombies. Ich weiß, gefühlt jeder große The Binding of Isaac YouTuber und deren Oma hat schon dieses Fangame aufgenommen und gespielt. Aber wisst ihr was? Es ist mir egal. Ich spiele es selber auch nochmal. Ich habe mich verklickt. Ich finde es übrigens traurig, wie nicht nur Isaac hier oben gefangen wird, sondern auch Bloom. Das könnte nicht tun, mein armes Bloom. Let's go. New Run. Normal Mode erstmal. Ich finde die Grafik richtig cool. Oh oh. Cry? Okay. Wie geht's los? Okay. Die dürfen hier nicht durch, schätze ich mal. Little Chat. Wie ich die grabbe. Voll cool. Kann ich das noch pausieren? Ja. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Plop. Plop. Ich schätze mal, das hier sind die Blumen. Oh oh, kommen die schon? Blue Room. Da kommt einer. Brother Bobby! Du musst angreifen! Du ja, okay, du schießt. Gut. Okay, du gibst mir Herzen, so wie im Spiel. Oh, Meat Boy. Und eine Explosion. Ah, Cube of Meat. Wie funktionierst du? Kannst du angreifen oder so? Machst du irgendwas? Lädst du dich langsam auf? Das ist aber auf jeden Fall ziemlich lustig. Das ist eine sehr alte, frühe Version des Fangames hier. Das heißt, dieses Fangame wird wahrscheinlich noch weitergemacht. Vielleicht können wir ja in einem zukünftigen Update nochmal reinschauen. Weil ich weiß, dass die Version jetzt gerade noch nicht so lange ist. Ups. Ja, das ist das gleiche Problem wie damals bei Pflanzen gegen Zombies. Ich tap manchmal aus Versehen raus. Kann passieren. Ich weiß aber nicht, was dieser Cube of Meat macht. Kannst du ihn mal essen? Oh. Okay, er ist wie eine Walnuss, schätze ich mal. Nur, dass der... vermutlich... auch mit angreift. Ups, Brain. Ach so, das ist wie die Mine. Die muss ich erstmal aufladen, oder? Oder? Ja. Alles klar. Okay. Verstanden. Verstanden. Nice. Also, wie macht das Spiel bisher schon Spaß? So schnell. Oh oh. Das ist ein Spider. Das ist wahrscheinlich wie ein normaler Oh nein, das will ich. Der jumpt hier überall hin und her, wo er hin will. Wo auch immer. Oh oh. Könnte problematisch werden. Der frisst hier. Fress du nur. Ich hoffe, der Sound passt. Wir wissen, was das hier gleich macht. Ob der einfach Explosionen macht? Wahrscheinlich, oder? Ja, es ist eine Walnuss. Okay, das ist eine Walnuss. Ich mach sogar den Sound ein bisschen leiser. So. Next Wave oder Final Wave. Mehr Walnuts können wir noch platzieren. Hier nochmal eine Bombe. Why not? Okay, die müssen aber auch immer aufladen. Aber ich finde das bisher ziemlich cooles Konzept. Das ist einfach Pflanzen mit Zombies, aber mit Isaac Character. Ich liebe irgendwie sowas. So Tower Defense Spiele bin ich allgemein Zacker für. Vor allem das originale Pflanzen gegen Zombies mochte ich sehr gerne. Und ja, das war das erste Level. Nice. Oh, ziemlich easy. Obwohl wir mittendrin einfach reingeschmissen worden. Choose a card to add to your progression. Ah, wir können ein Item aussuchen. Best, ne, BBF? Able oder Random? Ich will den hier nehmen. Da kann bestimmt irgendwas Cooles, oder? Was kannst du? Explodes when placed, blowing up monsters. Okay, der ist genauso wie Bob's Brain, nur dass er instant explodiert. Aber dafür kostet er auch viel, viel, viel mehr. Aber wisst ihr was? Den nehme ich mal mit. Ich mag Bob's Brain nicht so gerne. Das ist immer so... risky. Manche Runs sind gut mit ihm, manche sehr, sehr schlecht. Ich nehme ihn immer nur so 50% mit. Also, das ist jetzt die 50%, wo ich ihn nicht mitnehme, könnte man sagen. Ja, was ist eure Meinung zu diesem Fangame oder auch zu Bob's Brain, wie ich gerade gesagt habe? Ja, ich weiß nicht, wie lang der ist. Ich meine, der ist aber ziemlich kurz. So ein kleines Nebenvideo. Kommt ein bisschen später mit, aber ich habe einfach Bock.
Und ich finde das voll süß, wie ich die so trage die ganze Zeit. Okay, das jetzt vielleicht nicht. Das habe ich so ganz normal. Aber den hier zum Beispiel, wie ich den in der Hand halte, finde ich voll cool, voll lustig. Ja, wo kommt denn der erste Gegner? Da kommt der erste Gegner. Jo, zack. Noch einen Brother Bobby kann ich hier hinplacen. Okay, aber ich kriege sehr, sehr viele Herzen. Also so ein Herz ist schon 50. Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich viel. Und, richtig im Pflanzen gegen Zombies ist ja ein Herz, glaube ich, nur 10 oder 25 oder irgendwie sowas. Ups, falsche Reihe. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Oder ich mache einfach gleich den. Dann können wir den mal ausprobieren. Mal gucken. Cube of Meat können wir auch mal placen. So, zweite Reihe an unserer kleinen Sonnenblumenarmee. Ich meine, kleine süße Little Chat Armee. Kleine Chat, Bro. Damit kann ich auch jemanden killen. Kill. Kann ich euch killen? Bam, 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 bam. Nee, schade. Wäre zu lustig gewesen. So lustig ist das Spiel auch wieder nicht. Geil. Ja, ich feiere das Spiel irgendwie. Wenn man das expandet, daraus ein richtiges Spiel macht. Also so ein richtig riesiges Isaac-Fangame mit so einem ganzen Story-Mode und so. Ich glaube, das würde richtig gut ankommen, oder? Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Fangame in Zukunft sich entwickeln wird. Weil, wie gesagt, es ist noch eine sehr, sehr frühe Version. Trotzdem wollte ich sie jetzt mal spielen. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh, das ist schlecht, das ist ja schlecht. Piss dich! Schön. Ich brauche wieder Keep of Meat, die laden sehr lange auf. Genauso wie der BBF. Aber noch passt eigentlich alles. Pow! Ja, sehr cool. Ich verstehe aber nicht, warum die Lawnmowers sind. Okay, wahrscheinlich dashen die dann rüber, aber ich weiß nicht. Es gibt viele andere Isaac Charakter, die man da auch benutzen hätte können. Oh lol, 50% Damage wird weggemacht. Ein Coin? Okay, ich weiß nicht, ob es gleich noch einen Shop irgendwie zum Freischalten gibt, aber man kann auf jeden Fall Coins sammeln. Kann man vielleicht mit 15 Münzen ein Item kaufen? Ich weiß es nicht. Ah, ich muss mal wieder Isaac spielen irgendwann. Ja, bei Isaac ist das immer so, entweder ich habe halt die Phase, ich habe voll Bock auf das Spiel, ich will es jetzt jeden Tag spielen, so viel wie möglich. Oder ich bin in dieser Phase, boah, Isaac, super langweilig, ich habe gar keinen Bock auf das Spiel. Irgendwann werde ich es bestimmt mal durchspielen, irgendwann. Ich meine, gut, ich habe die Story schon mal durchgespielt, aber nicht alles freigeschaltet. Was ist das hier, eine Pille? Nimm die mal. Speed down. Oh, nö, da muss ich jetzt umbringen. Das wird so schlecht. Ich habe, es kommt so ein Isaac irgendwie und der schießt ihn weg. Nee, nee. Okay, huge wave is approaching. Ich dachte, ich könnte die Kacke vielleicht. Nee, nee. Tschüss, Jungs. Haba. Da unten brauche ich auch nochmal so ein Ding. Am besten. Oder vielleicht nochmal so ein Bobber. Bobby Bobber. Brother Bobby heißt der, genau. Aber gab es noch Sister Maggie? Es gab doch noch Sister Maggie. Kommt vielleicht auch noch? Vielleicht so ein Upgrade oder so? Doch, jetzt haut ab, Mann! Bam! GG! Okay, neue Karten. Rubber Soul? Spiky Baby? Oder was auch immer. Okay, das kann ich mir sehr gut vorstellen, was das ist. Dann nehme ich das. Wahrscheinlich ist das so ein Ding, wenn du drüber läufst, dann macht's Damage, oder? Hurt any enemies that step on it. Ja, ja, war auch klar, ganz ehrlich. Das war auch klar, dass das so ein Item ist. Ja, machen wir das so. Cry. Ich weiß aber nicht, wie ich die wegbekomme. Ob ich die wegschießen kann mit Bobby, aber ich weiß es nicht. Ich will mal ein paar Little Chats erstmal aufbauen. Und warten, bis die ihren ersten Zug machen, würde ich sagen. Zack. Ich spiele zwar jetzt im Fenstermodus, aber ich wette, im Fullscreen-Modus ist es bestimmt kein bisschen schöner anzuschauen. Ist nur einfacher für mich, das so aufzunehmen, deshalb mache ich das so.
So, hier packe ich dich mal hin. Spiky Baby. Ich pack dich mal hier hin, Bro. Und dann kann ich dir direkt so ein Cube of Meat hinpacken. Ja, ja, die Kacke, die hindert mich. Die ist böse und schlecht. Ja, ja. Ich finde die voll geil, finde ich die ganzen. Ich finde diese ganzen Animations voll cool in diesem Spiel. Das ist richtig schön, das Spiel. Guck dir das an, wie ich den einfach trage. So kleine Details, sowas liebe ich einfach spielen. Ich weiß auch nicht. Ich bin komisch. Da nicht durch, nur weil du fliegen kannst. Ah, es trifft dir aber trotzdem. Ist hoch genug. Na dann, na dann. Oh, oh, da oben ist keiner. Muss mal aufladen. Komm schon, komm schon. Border Bob, ey. Ich denke, so ist eine gute Anordnung. Ich muss mich gerade ein bisschen an Pflanzen gegen Zombies wieder zurückerinnern, was ich da alles gemacht habe. Spike, bam, bam, bam. Oh, zu spät. Okay, aber es ist down, er ist down. Gut. Shield, 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 Cube of Meat. Kann ich nicht eigentlich das Cube of Meat irgendwann mal entwickeln lassen zu einem Meat Boy und der läuft halt immer überall hin und her rum und beschützt halt so die ganze Linie. Jetzt Lane. Das ist eigentlich ziemlich cool als Idee, oder? Also Entwickler, falls du zuschaust, ne, hire mich. Ich hab voll die geilen Ideen, Bro. Ja, doch, das ist eigentlich eine gute Idee, weil dann muss er die ganze Zeit da stehen bleiben, während er das nom nommt. Dann können wir noch eine zweite Linie machen mit Border Barbies. Was bist du denn für einer? Hat denn einen negativen oder einen positiven Effekt auf sich? Ich kann es halt wirklich nicht sagen. Oh, Money! Yeah, ich werde stinkreich! 999 in der Box! Ja, sehr cool! Sehr, sehr cool! Da kann man vorspulen. Ja, machen wir es mal schneller. Ah, okay, man kann es so an- und ausmachen. Ich glaube, man kann es doch schneller machen. Ja, gut, machen wir ein bisschen schneller. Mein Setup ist fertig. Die Musik wird immer krasser. Das sollte eigentlich jetzt durch sein, oder? Kommen wir niemals durch. Niemals. Das kriegen niemals hin. Ja, wir können es ja noch verbessern, indem wir einfach noch mehr von denen hier hinpacken, überall. Überall noch mehr. Es geht doch halt down. Bonk. Der Arme, wie die mal gucken, wenn ich die kaputt hau. Bonk. Oh, die tut mir leid. Ah. Nice. Oh, der heult, der rennt weg. Oh, und dann eine Pille. Something's wrong. Oh, cool. Ice Shots. You unlock Snowball. Wait, what? Mein Charakter oder was habe ich jetzt freigeschaltet? Aber ich fände es irgendwie cooler, wenn man dann sich am Anfang irgendwie Isaac oder Maggie oder Kane oder so auswählen kann. Und jeder hat dann andere Charakter. Zum Beispiel dann Isaac hat Brother Bobby und dann Maggie hat dann zum Beispiel... Sister Maggie oder, nicht Sister Maggie, wie hieß die? Wir wissen, glaube ich, was ich meine, dass dann jeder so andere Charakter hat. Das finde ich, glaube ich, ein bisschen cooler. Ein bisschen interessanter. Oh, jetzt haben die mehr Geld gegeben. Und nun? Weiter geht's? Oder Story? Gar nichts? Bosskampf gegen Plume! Oh, die Musik. Aus Repentance ist die. Lieb. Oh. Spikes! Die Spikes! Bam! Oh oh, oh oh, Leute! Ich brauch Hilfe! Oh, nice! Ja, ja, sei nur du ruhig. Ich komme ja gleich zu dir. Kill den schnell, kill den schnell! Bombe! Da kann sehr nützlich sein. Pack ich den mal hier hin. Oh oh, ich brauch schnell mal zum Schießen. Irgendwas. Hallo, bitte.
Ich will aber nicht Blumen besiegen. Ich mag Blumen. Guckt es euch an. Das ist nicht super süß. Oh, das ist so süß. Ich will das nicht besiegen. Bam, 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 bam. Schön viel Damage erstmal reinlegen. Okay, komm. Geht doch alle down. Haut ab. Tschüss. Oh, 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 oh. Mist. Schlecht. Nein, nicht dahin. Ah, oh, ich hab nicht geguckt. Das war nicht so klug. Nein, nein. Ich brauche schnell Bobbys. Gib mir ein paar Bobbys bitte. Nicht nur Bomben. Auch ein paar Bobbys. Jetzt mach mal den ganzen Schmutz hier weg. So. Hä? Voll ab oder was? Oh ja, der fette. Der fette Bruder. Was wird er denn hier? Hält er mehr aus? Oder was mit dem? Ich brauch hier unten eine Bombe. Bam! Ach, das schubst die nach vorne, kann das sein? Wenn er so rumschreit wie so ein richtiger Mettler. Ey, du Cheater, was soll das? Oh oh, jetzt wird er aggressiv. Aber jetzt krieg ich endlich die Border Bobbies. Nicht so viele, aber immerhin ein paar. Bam. Ah, da brauch ich nicht. So schnell. Ich hab keinen Platz mehr. Oh oh. So, passt schon, passt schon. Haut ab. Bis euch. Boom, boom. I don't want you in my room. Oh Gott, das ist ein bisschen stressig sogar. Haut ab. Zack, zack. Platsch, platsch. Ich krieg sehr viele Schilde. Ich meine, nehme ich dann Stand, aber... Ob ich die effektiv einsetzen kann, ich weiß auch nicht. Noch mehr von euch. Ja, dann geht wieder halt... Ey! Der Hector! Der Hector! Der Hector! Der Hector! Das merke ich erst jetzt. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, ich hab keine mehr, die schießen. Ah, da oben ist wichtiger. Oh Gott, ich hab gar nichts mehr. Pisst euch! Der wird schon sterben, deswegen. Hier hoch. Ja, was bist du denn? So ein normaler. Irgendwie. Das ist ein schwieriger Bosskampf. Am Anfang wirkt es leicht, aber das ist echt schwierig. Aber wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich down. Ja, schön Damage machen. Schön Damage machen. Gleich haben wir ihn. Scheiße, das ist nicht gut. Hier. Witt. Einfach ein bisschen geheilt. Komm, ist fast tot, ist fast down. Komm schon, den kriegen wir easy. Bam. Oh yeah. Und dafür kriegen wir den Pokéball. Okay, hier ist der Shop. Eden's Blessing, your future shines brighter. Start with more hearts? Okay. Battery stores energy. Aber wir haben nicht genug Geld dafür. Allows you to replace one of your fallen chargers. Was? Ah, oh doch, ich weiß, was es ist. Okay. Nehmen wir mal die beiden. Warum nicht? Okay, neues Gebiet. Neues Gebiet. Und wir haben jetzt hier... Gerade fetched them all. Kann ich das irgendwie benutzen oder so? Oder wie funktioniert das jetzt? Ja, das ist Active Item. Die beiden, so, my stuff, so wie vorher. Hat eigentlich ganz gut funktioniert so. It's all mine. Na gut, können wir so machen.
Du. Jetzt sind wir in der Mine. Also es ist alles hier Repentance-Content. Habe ich nichts gegen, ich mag Repentance. Ich weiß, es gibt viele, die Repentance nicht mögen. Aber kann ich nicht ganz verstehen. Ah, okay, ich kann die verschieben. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal dran nibbeln. Okay, interessant. Man kann entweder klicken und dann zack, oder man kann die auch drag and drop. Finde ich lustig. Friendly Ball. Ach, kann ich jemanden fangen? Wie ein Pokéball? Kann ich jemanden anfangen? Das ist eigentlich schon ganz lustig. Oh Gott, jetzt habe ich die in dieser Reihe getan. Naja, ist auch egal. Nicht so schlimm, denke ich. Zack, mal mit denen. So. So passt doch eigentlich. Ich warte, bis ein krasser Gegner kommt, den ich dann anfangen kann. Wenn ich da jetzt... Oh, da kann ich keinen hinbauen. Ah. Nee, das ist mies. Das ist schlecht. Dann fange ich da vielleicht einen hin. Dann eine Wall vor ihm. So. So ist, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Ganz nett. Oder schiebt das ein? Ach, kann ich einen damit in eine andere Ebene schieben? In eine andere Linie? Das könnte man auch schon taktisch ausnutzen hier. Wenn ich zum Beispiel den bonke. Und ihn hier bonke. Ihn stattdessen dahin packe und dann hier den Spiky. Könnte alles funktionieren, aber bin mir da nicht sicher. Oh, hier wird schwierig, hier wird schwierig. Oh, da unten. Den fange ich mal hier. Kann ich jetzt für mich einsetzen? Warum ich will? Hier? Ja, Mann! Nice! Ey, das ist richtig cool! Das Konzept ist richtig cool! Hey, das ist ein Untergrund! Das ist ein Untergrund! Wie kriege ich den denn raus? Ist der jetzt raus? Nee. Der buddelt sich einfach noch ganz unten. Oh, er muss aber erstmal durch beißen. Okay, schön. Aber war knapp. Die nehmen wir mal mit, ne? Können wir hier noch einen packen? Echt geiles Spiel. Ja, vielleicht streame ich das ja auch mal. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht. Ich guck mal, dass ich den ganzen kompletten Run hier in eine Folge kriege. Ich schieße die Dinger nicht. Was nehmen die? Oder kann ich den hier machen? Moment. Nee, wie funktionieren die? Hä? Oder kann ich da einen rauflegen? Ah! Oh scheiße, aber jetzt habe ich das aufgegeben. Um das herauszufinden. Something's wrong. Power Pill. Mist. Okay, das musste ich gerade erstmal herausfinden. Es tut mir leid. Noch eine Power Pill. Da packt direkt mal auf den hier. Power Pill. Okay. Muss man alles erstmal herausfinden. Aber ich glaube, jetzt habe ich das Spiel ein bisschen besser verstanden. Ja. Oh! Wiz Baby. Rainbow Baby! Eins meiner Lieblings-Items. Ja, Mann! Rainbow Baby! Shoots Tears with Random Effects. Wer braucht schon Brother Bobby, wenn ich Rainbow Baby haben kann? Naja, okay, das ist ein bisschen kompliziert. Ich kann halt nur 4 Sachen mitnehmen, ne? Das ist voll wenig. Da muss ich jetzt überlegen, was ich will. Für dich? Ich will auf jeden Fall eins meiner Lieblings-Items und ganz Isaac. Ich glaube, ich nehme eine Bombe mit dazu. Zu verteidigen, das ist ganz klug, denke ich. Und dann den hier. Ja. Okay, let's go. Cry! Was machen die denn? Warte, kann ich die befreien und dann helfen die mir?
Cool. Rainbow, Baby! Yeah! Richtig, richtig cool. Was? Achso. Mein Rainbow, Baby. Hier machen wir das so. Können wir viel Zeit spawnen. Das ist sehr gut, finde ich. Oh. Da hinten. Der hilft mir jetzt auch noch mit. Sehr nice. Very nice. Boing, boing. Ich finde dieses Spiel einfach mega geil. Richtig, richtig cool mit den Ideen und alles. Da unten zum Beispiel bräuchte ich mal eine kurze Bombe. Halte den kurz auf. Das war so schlecht gesetzt. Egal. Oh, oh no. Noch ein Rainbow Baby. Chat, du musst kurz aushalten. Du musst jetzt sterben, schnell. Ich hab gerade nichts. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, oh, das sieht sehr schlecht aus gerade für mich. Obwohl, jetzt läuft's eigentlich relativ... Oh, nicht da oben! Oh, oh. Oh, 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 hau ab, hau ab, hau ab. Ich kann nicht schieben, Kids. Stirb! Warum stirbt er nicht? Oh, jetzt. Ich hab irgendwann befreit, aber jetzt auch zu spät. Was bist du denn bitte? Nach unten, nach unten, nach unten. Okay, okay, okay. Was macht er denn hier? Hau ab! Ja. Power Pill! Power Pill! Yay! Yay! Power Pill! Yay! Okay, es läuft nicht allzu schlecht, würde ich sagen. Ja, gib mich mal einen hin. Wieso geht die Bombe nicht hoch? Was zum Teufel? Okay. What? How? The frick? Ich hau jetzt drei. Alter, hier oben nur ein. Oder manchmal zwei. Der hier muss weg. Bonk. Die Bombe einfach mal gebonkt. Bombe hält das schon. Ich verstehe das schon. Die weiß es nicht. Bombe versteht schon. Speed up. Ah. Beeilt euch mal. Speed up. Hier oben habe ich nur einen. Das ist mies. Vielleicht bonk ich hier irgendwen oder ich mach einen. Okay, so langsam bonk ich euch mal weg. Kann ich den ja machen. Gut, gut. Und oh, letzte riesige Welle. Oh oh. Okay. Läuft gar nicht mal so schlecht. Was ist das? Speed down. Das ist ein Chaos hier einfach entsteht, ne? Das ist krank. Aber es fühlt sich ähnlich an wie damals bei PvZ. Das finde ich geil. Ja. Das sollte es jetzt gewesen sein. Oder? Die beiden Nullnummern noch. Dann ist diese Geschichte. Yeah! Nice! Nächstes Monster. Pegasus! Oder Mongo Baby. Ich nehme mal den Pegasus, weil wir haben schon ganz viele Babys. Wir nehmen mal was Neues. Create streams of wind blowing enemies away. Das ist actually gar nicht mal so schlecht. Ja, Mann. Oh, eine ganze Linie. Alles klar. Richtig, richtig cool. Da kann ich hier überall Schilde hinsetzen. Ja, ja, und jetzt mache ich hier eine riesig große Little Chat Armee. Wo ich nicht mein Rainbow Baby den Rest machen lasse. Probier den mal kurz aus. Wüsste ich mal. Ach, der schießt auch mit, ganz normal. Oh, dann hätte ich ihn doch vielleicht hier in die Mitte reintun sollen. Vielleicht tue ich ihn einfach hier so hin.
Und dann habe ich ihn hier als einziges hier in so einer Mitte, wo ich ihn überall so hinschießen kann, wo ich will. Das bin einfach so ich. Und das sind meine kleinen Companions. Oder so. Oh. Oh no. Komm mal ab hier, bitte. Guck, bitte. Hey, 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 stopp, stopp, stopp! Aufhören! Oh, da unten, da ist keiner, der schießt. Auch viele Herzen! Ah, hau ab! Oh Gott, oh mein Gott. Wir gehen voll ab. Oh, 4 Wellen gibt es diesmal. Okay. Hat jemand mein Kissosam nicht abonniert? Ja, dann würde ich auch genauso rein. Ich merke erst jetzt, dass die für immer weg sind. Das ist richtig kacke. So, jetzt werde ich eins von den anderen hier entfernen. Und noch mehr Pow! Mach ich's nochmal ein bisschen leiser. Ich weiß halt nicht, wie die Lautstärke ist. Ich kann es schlecht einschätzen. Zack. Und hier. Schön immer alles mitnehmen, ne? Ich nehme mich mal mit. Und letzte Welle! Ich bin fast fertig. Meine Aufbauung. Aufsammlung. Let's go. Hey! Hey, was hat er getan? Der hat die einfach weggeschubst. Alter. Fuck! Das ist sehr schlecht. So wollte ich das überhaupt nicht haben. Ich habe ganz viele Herzen. Brauche ich zwar nicht, aber dankeschön. Ich pack hier mal noch so ein Ding hin. Ach, für den Fall. Aua. Boah, mir reicht's jetzt aber. So viele von euch kämpfen gegeneinander. So. So wollte ich es mal nicht haben, aber so geht's auch. Oh, Bosskampf, wie es scheint. Wer ist es? Statt Blumen ist es jetzt. Wer? Wer bist du? Was bist du? Very bad. I do not like this shit. Oh oh, der kommt da hoffentlich nicht mehr durch. Ja. Oh oh. Oh oh. Hilfe! Das hat gar nichts gebracht! Ich hab verloren. Ja, ich hab verloren. Your fault. Nein! Ich muss von Anfang an? Was ist das denn hier? Ghost Baby fires a spectral tear that can damage multiple enemies. Okay. Das war mein erster Run von diesem Spiel. Vielleicht mache ich da was in der Zukunft noch mehr von. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein für dieses Video. Wir sind ziemlich weit gekommen, würde ich sagen. Zeig zum zweiten Boss. Aber der war richtig heftig. Ich wusste gar nicht, was er machen sollte. Ja, vielleicht streame ich das mal oder so. Ich weiß nicht, was wir machen. Und ja, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall mit einem Like wissen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao!